Halli, hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Daily Ranking, heute mal mit Atlas Reactor und da hat jemand ein ganz neues Bild, das kenne ich noch gar nicht. Das da, das habe ich gestern schon mal gesehen, ich vermute es kommt von einer momentan laufenden Aktion, die ja so ein bisschen postapokalyptisch angehaucht ist, aber das Symbol kenne ich noch gar nicht. Vielleicht ist das von der neuen Supporterin Kira irgendwie ein Symbol oder sowas, keine Ahnung. Ja, wir spielen mal wieder Atlas Reactor, Omni Reactor Core und mal sehen, wer hier was spielt. Ich würde gerne den spielen. Kann ich mal eine Runde auswählen. So, Quarkbahn, Heliobahn, üblich sozusagen. Oh, das Übliche. Celeste hat ja nicht so gut funktioniert das letzte Mal. Wir wollen doch aber jetzt nicht Double Frontline spielen, oder Jungs? Das wäre nicht so cool. Unsichtbar gehen, auch nicht so geil im Zweifel. Will ich hier noch wechseln? Also ich muss auf jeden Fall Firepower spielen. Hub will ich eigentlich nicht spielen, nochmal. Die können zu selten springen. Agility Mods, hier habe ich einen Cooldown von 5. Habe ich offen in Lockwood oder Eger da drüben gepickt anscheinend. Dann ist es egal, dann kann ich Lockwood ja eh nicht mehr auswählen und damit ist es relativ safe. Da ich Oz auch nicht spielen möchte gerade. Auch wenn der mir in letzter Zeit ganz gut Spaß gemacht hat. Ja, wobei, nehme ich Oz. Ich versuche mal Oz zu spielen. Catalysts, okay. Ich weiß nicht, ihr bringt Might, glaube ich, nicht so viel, weil du machst nicht mit einem Schlag so extrem viel Schaden. Dann nehme ich lieber Turtle Tag, dass ich noch was überlebe. Finde ich. Ability Mods hier sollte ich immer versuchen, getrennt zu treffen. Hier habe ich noch größeren Arc. Oder ich könnte mehr Energy bekommen. Ne, der Arc ist, glaube ich, schon ganz geil. So als AOE. Weaked. Das habe ich gemacht, wenn mir jemand verfolgt, damit er geweakened ist, wenn er da durchläuft. Wenn ich tausche, habe ich nächste Runde Haste. Und hier habe ich eine größere Reichweite. Reset of Photon Spray ist, glaube ich, auch nicht so dumm. Ich benutze das mal. Weil Photon Spray ist natürlich dann mit drei Leuten, mit drei Klon ziemlich nice, weil du echt viel AOE hast in alle möglichen Richtungen. Den benutze ich eigentlich ganz gerne danach und dann kann man dort auch die Reset-Fähigkeit benutzen. Hier der Hintergrund ist ja auch von dem Heartbreak-Event, von dem Titus, Heartbreak-Titus, Valentins-Titus sozusagen. Mal sehen. Ich habe ewig keinen Oz mehr gespielt, den habe ich jetzt gerade mal irgendwie so im normalen PvP, so offscreen oder ohne Aufnahme halt so 3-4 Runden Oz gespielt und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen, deswegen versuchen wir es jetzt nochmal eine Runde Oz zu spielen. Ich will, wobei, bei der Map kann ich vielleicht sogar mich irgendwo in eine Richtung stellen. Wo wollten ihr hin, Jungs? Okay, er will dahin. Theoretisch würde ich dann also nicht mich direkt daneben stellen. Springtime. Niemand da bis jetzt. Jo. Nö. Mal, ob wir da was finden. Jetzt hätte ich fast nur Timing schon benutzt. Ich habe nicht so richtig sicher, wo ich hinlaufen will. Oh, nice. Geile Dingens. Ja, da gehe ich nicht hin. Aber demnach wussten die, wo ich bin. Und die das sehr wahrscheinlich sehen konnte von da aus. Okay. Merkwürdig.
Sie hat direkt weggedischt. Na, guck mal. Will ich tauschen? Will ich tauschen? Eigentlich will ich schon tauschen, ja. Getting that commission. Eigentlich will ich schon tauschen. Keine Lust, dort direkt ins Gesicht zu kriegen von denen. Krieg ich halt hier 20 Damage, aber ja, ich hoffe mal, er wird nicht da zuschlagen. Ja, ich schieße wirklich darauf. Fuck. Dann wird er wahrscheinlich auch drauf schießen. Auf den Tausch. Ja. Da hab ich ordentlich gefressen. Mann, dumme Idee. Yellow Alert. Yellow Alert. Tipp, 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 tipp. Nee, eigentlich will ich da hin. Verdammt, geht nicht. Das klappt nicht. Bewegen wir uns mal hier weg. Mach ich vielleicht da drauf? Ja, ne, ich mag nicht so direkt draufstehen. Der kann mich gar nicht erreichen, außer er dasht. Ah, treffe ich sie immer noch. War vielleicht ein bisschen übermütig, was ich hier gemacht habe. Können mich jetzt wieder abwerfen. Bin ich nicht so scharf drauf. Muss ich mal so sagen. Mag ich nicht jetzt schon sterben. War halt dumm gesetzt, die waren beide ziemlich exposed, die Dinger. Mark for death. Your life privilege has been revoked. Beatdown activated. Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Torn für aus hab. Wir machen dann das mal kurz. Ja. Sie können beide nicht ausweichen. Ja, oder? Nee. Time for the unveil. Netter Treffer. Und er sieht wieder jemanden, der ausweichen will. Oder ausweichen ist so rum. Das zieht beides nur also in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht gleich sterbe, weil er direkt neben mir steht. Er steht direkt neben mir. Ach, fuck. Oh, unmited, damit ich sterbe. Konnte ich halt nicht wissen, dass er da steht. Da war mein erster Zug zu übermütig mit aus. Ist halt immer sehr klar, wo er genau hintauschen kann. Man macht mir 40 mit einem Mited.
Macht das neuerdings mehr Schaden? Ach, 32 und dann kommt er gerade 40, okay. Das ist natürlich ungünstig. Fuck. Warum läuft er überhaupt, wenn er das Ding kriegt? Moment mal, das ist nur das. Verstehe ich nicht. Ah, er wird die beiden, glaube ich, weggezogen. Ah, der funktioniert. Du musst einen der blocken. Stehen sie alle in der Mitte. Das wäre natürlich super für mich. Can't keep me down. Uh-oh. Okay, getting that commission. Du scheint hier durchgehen, weil jetzt wirklich hier einfach. Moment mal. Da muss jemand dahin gehen. Ja, cool, muss Stufe 2 sein. Das ist echt nice, die Animation. Der wird wahrscheinlich gar nicht in der ersten Runde sein Ulti benutzen. Doch, macht er. Ungünstig gesprungen. Na, er braucht seine Ulti. Ja, geil, wir stehen direkt nebeneinander. Fuck. Target Impalement. Na, erwischt jetzt wieder jemanden, der schon weg ist? Nee, damit kann der zumindest nicht laufen. Aber er kann halt seine Ulti machen von dort aus. Noch mehr Ultis. Nicht so cool. Mich verarschen. Ich kann sie nicht beide treffen. Ich kann sie einfach nicht beide treffen. Unlocking my powers. Accept your fate. Ich glaube, fängt er sogar meinen Schuss ab? Weiß ich nicht. Kann sein. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Orion halt so viel Damage kriegt, ist ein bisschen kacke. Vor allem, weil der von nicht mehr Energie kriegt. Das geht wieder nicht. Ach komm. Er kann aber ausweichen. Ich schieß mal so, weil ich denke, er wird da was tun. Just the thing. Nowhere is safe from my blades. Er springt. Wohin springt er? Er springt ihn da oben. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Bet you didn't see that coming. No matter where you go, ja, er hätte lieber noch warten können sollen. Tun. So. Versuchen wir mal so zu positionieren. Aber jetzt hat natürlich der Cooldown noch nichts gebracht. Cluster Rocket! Tapping my resources. Warning, systems critical. Schon wieder? I was sure that he would dash. Enemies are upon us.
Packen wir das mal rein, weil ich denke, sie kann uns mit ihrer Ulti treffen. Watch and learn. Hoffen wir, dass wir das irgendwie noch rumbiegen. Bis jetzt hat es nicht so funktioniert, wie ich es gerade gehabt hätte, alles. I am unbreakable. Mortal lines are mine to mold. Ist das eine Free Action bei ihr? Bogies in my sights. Ja, ist eine Free Action, okay. Warte mal. Ja. Und? Oh, wie? Ich treffe nur. Ich dachte, ich treffe zwei. Ich bin halt eigentlich niemand, der verfolgen möchte. Ich möchte eher verfolgt werden, anstatt verfolgen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich schaffe jetzt auch zum ersten Mal wirklich mein volles Potenzial mit meiner Basisattacke auszuschöpfen. Das ist ein bisschen doof. Und die wussten anscheinend, dass er dort steht. Dumm gelaufen. Kann sie aber eh wieder abhauen. Die Frage ist, wenn sie dasht, wohin würde sie dashen? Oh fuck, habe ich die da weggedämmt. Wahrscheinlich am besten mal so machen. Ach, ich durfte nicht mehr. Ich durfte mich nicht mehr bewegen. Wir sehen es auch nicht. Also, könnte sie entweder hier sein. Was aber nächste Runde aufgedeckt sein würde. Ah, sie ist da. Wie gesagt, was nächste Runde aufgedeckt werden würde. Aber ansonsten hätte sie auch hier hingehen können, deswegen habe ich da eingeschossen. 5 turns left. Kannst du nicht? Fate Transfer wäre vielleicht auf ihn ganz geil gewesen. Oder einfach direkt vor dir auf den Boden knallen. Wäre ja, sinnvoll gewesen, denke ich. Da steht es halt jetzt 3-3. 3-2-1-Fire! Wirklich noch dafür gemeidet? Das ist interessant. Ich weiß nicht ganz warum, aber sie hat es getan. Four turns remaining. Moment. Da muss ich mal kurz durch. We are unstoppable. Ne. Ach, ist halt er tot. Kacke. I am no hero. Hat mich gerade nicht getroffen. Trick in the book. This should do the trick. Three turns remaining. I am remade. Natürlich ein bisschen doof, wo ihr jetzt gerade seid, ne? Und geweakt müsste er halt auch nicht sein. Jetzt bin ich auch noch geweakt. Das ist doof. Aua. Ich dachte schon, sie erwischt wieder jemanden. Aber damit ist das auch noch durch. Das ist natürlich nett. Ganz schön viel Energie für mich.
Two turns left. That easy. Showtime. So, machen wir das doch mal hier eine Runde durch. Ich könnte wahrscheinlich nächste Runde Fate Transfer gebrauchen. I survive because of fate's will. Jill crush destroy. Nett. Damit ist der tot. Last turn. Ja, verdammt. Na, dann stehe ich nächste Runde drin. Das ist dumm. Soll ich mir jetzt niemanden töten, kriege ich nächste Runde mal 20 Damage davon. Na, ist geblockt. Damit sterbe ich auch nächste Runde noch nicht. Oh, fuck. Sudden death. Ich kann halt nicht ausweichen. Ist nicht drin. Und ich krieg von ihr schon jede Menge Damage. Hat er die Falle ready? Ja, die Falle ready. Hätte ich vielleicht nicht bewegen dürfen. Ah, oder er blockt das von ihr. Das wäre natürlich super geil. Dann kann sie nicht schießen. Und er setzt die Falle auch dazwischen. Okay. Okay, da ist sie tot. GG? Ja, GG. Schöne Runde. Ausbringen wir irgendwie Glück? Ich glaube, es lag nicht so sehr an mir. Weil meine guten Hits waren nicht so da. Irgendwie konstant aber die zwei Leute mit dem Primärangriff zu hitten, habe ich nicht geschafft, dummerweise. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wobei 500 Damage ist ja trotzdem okay. Also ausmacht halt echt viel Damage. Das passt schon. Der gegnerische Lockel war echt gut. Hat sich echt gut positioniert. Und die Suki halt auch. Kagan war halt wieder, weiß nicht. Ich finde Kagan ist nicht so eine Bereicherung für ein Team immer noch. Aber naja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen.